Ken und Malaika sind lustig und lebensfroh. Bei den beiden fühlt man sich gleich wohl. Wir haben gern Spaß, laden Freunde ein. Ken ist ein begeisterter Tänzer, aber davon sieht man nichts. Unser Haus braucht mehr Persönlichkeit. Hoffentlich kann Veronica helfen. Malaika und Ken möchten die Vergangenheit ins Heute holen. Sie möchten, dass ihre Töchter stolz auf sich sind. Die ganze Verwandtschaft geht bei ihnen ein und aus. Im Augenblick spiegelt das Haus unseren reichen kulturellen Hintergrund leider überhaupt nicht wider. Unsere Vorfahren stammen größtenteils aus Afrika. Aber was bedeutet das für uns und die Mädchen? Und wie bringen wir das mit unserem Einrichtungsstil zum Ausdruck? Gut gesagt. Die sollte ich heiraten. Ich werde tief in der Familiengeschichte der beiden graben und möglichst viele Details in die Gestaltung des Hauses einflechten. Ich werde euer Haus aus den 80er Jahren befreien und in ein Zuhause verwandeln. Was mögt ihr am Wohnzimmer? Vor allem die hohe Decke und den halboffenen Schnitt mit den Ebenen. Yes. Was stört euch? Es wirkt alles total unpersönlich und wir hassen die Fliesen. Der Leuchter gibt uns Licht, kein Leben. Was Schönes mit Charakter. Verstehe. Versprochen. Es wird gemütlich, einladend und es wird zu euch passen. Die typische U-Form mit der Insel dort hinten. Überlegt ihr, irgendwas am Grundriss zu ändern? Ich würde den Raum so lassen, aber besser nutzen. Wenn ihr Gäste habt, wird groß gekocht, die Kinder wollen frühstücken. Die Schublade ist hin, aber wir benutzen sie trotzdem. Hier herrscht Chaos. Die Insel der Unordnung. Das trifft. Die Billups sind für die nächsten 7 Wochen ausgezogen. Ken und Malaika vertrauen mir voll und ganz. Und während ich noch an der Planung sitze, gehen die Arbeiten schon los. Die Abrissarbeiten sind überschaubar, schließlich bleibt der Grundriss bestehen. Als erstes kommt die Kücheninsel raus. Wir erweitern die Küche und bauen eine neue, offener gestaltete Insel ein. Damit der Kamin im Kaminzimmer ein Blickfang wird, erweitern wir ihn auf einer Seite. Das Geländer zwischen Wohn- und Esszimmer ersetzen wir. Dadurch gewinnt der Bereich Stauraum und Funktionalität. Echt viele Fliesen. Die passen nicht in mein Designkonzept. Ich arbeite seit mehr als 15 Jahren mit den Jungs. Als Team sind wir unschlagbar. Da ist Tommy, der Designguru, Dave, der Macher, Josh, der kreative Schöngeist und ich, die Gestalterin mit Sinn für Familiengeschichte. Die Küche ist klein und die Wand zum Wohnzimmer soll bleiben. Doch es gibt viel Verbesserungspotenzial. Da sollte ein Schrank mit Türen hin. Aber ein Regal ist besser. Dann wirkt die Küche viel offener. Seht ihr es auch schon? Weingläser, Teller, Schüsseln. Man kann von der Küche und vom Wohnzimmer aus dran. Die beiden werden sich wundern. Was für ein Kontrast. Die Küche sollte größer wirken, ohne dass wir eine Wand entfernen. Wir mussten uns also richtig was einfallen lassen. Aber wir haben uns für jede Ecke ein besonderes Feature ausgedacht. Die Küche braucht einen Speiseschrank, eine Sitzecke und eine Vitrine für schönes Geschirr. Kaum zu glauben, dass wir das alles in diesem kleinen Raum unterbringen. Hi, Veronica! Oh,
my goodness. Wir sind so nervös. Was für eine Reise. Wir halten die Spannung kaum aus. Ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt mehr mit dem Haus verbunden. Wollen wir? Ja. Okay, go, go, go. Let's do it. Wow. All right. Oh. Oh my God. Oh my God. What is this? This does not ein anderes Haus. This is not the same house. This is not the same house, Veronica. I'm so. Ich bin überwältigt. Oh my God. Diese Wand, das Material, die Farben, die Kunstwerke, wie in einem Traum. Das passt zu uns. Die Verbindung stimmt. Alles, was uns ausmacht. Die Wand ist von euren Wurzeln inspiriert, eurer Herkunft, eurer Familie. Alle Arbeiten sind von schwarzen Künstlerinnen und Künstlern. Und das Kopfteil erinnert an Kuba Cloth. Unser eigenes kleines Museum. Die Verbindung von Kunst und Kultur. Und das bei uns zu Hause. Der Hammer. Oh my goodness, this is beautiful. Josh aus unserem Team hat diesen Tisch bemalt. Hier könnt ihr über eure Familiengeschichte und eure Vorfahren sprechen. Das sind Chili-Felder in Nigeria. Das sind die Länder eurer Vorfahren, Ghana, Kongo. Und hier haben sich eure Geschichten getroffen, am Mississippi. Und es geht weiter. Dave aus unserem Team hat diesen Schrank gebaut. Auf die Rückwand haben wir verzichtet, damit das Licht durchscheint. Sieht das nicht wunderschön aus? Oh my goodness. Wow. What? Oh, this is beautiful. Traumhaft. I see the grün, weiß und gold. Unglaublich, dass ich hier wohne. Ist euer Haus. Wo sind wir? In der Casa de Billups. How did you do this? Ist der Vibe nicht super? Noch ein Lieblingszimmer. This is our vibe. Yeah.